Guten Tag, also heute geht es über Differenzierbarkeit. Differenzierbarkeit. Und ich mache nochmal ganz kurz so eine Sektion über Funktionen einer Variablen. Das haben wir großteils schon in der Vorlesung Anna A gemacht. Deshalb mache ich das jetzt hier schnell, aber einfach um Variablen, um uns das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ne? Also wir haben die erste Ableitung definiert als den Grenzwert an der Stelle, diesen Grenzwert, das ist die Sekantensteigung. Ups, das ist kein C natürlich, das ist ein x0. Das ist die Sekantensteigung und die, wenn der Grenzwert existiert, konvergiert dann gegen die Tangentensteigung und das ist unsere erste Ableitung. Ja? Beispiele gibt es viele. Wir machen mal zwei Stück. Einmal, wo sie existiert, einmal, wo sie nicht existiert. Gehen wir auf die nächste Seite. Wir haben hier mal Beispiel 1. Wir wollen die Ableitung finden von f von x gleich x hoch n an der Stelle x0. Und ich gehe mal ganz kurz hoch. Natürlich ist das hier nur für die Stelle x0. Ne? Das ist die Ableitung der Funktion f von x an der Stelle x0. Wie auch Stetigkeit, wie auch der Grenzwert, ist Differenzierbarkeit ein lokales Attribut, das heißt eine lokale Eigenschaft einer Funktion. Und wir sagen nur, dass eine Funktion differenzierbar ist, wenn sie über den ganzen Definitionsbereich differenzierbar ist. Also, aber wir gucken immer an einem Punkt. Wir müssen dann halt zeigen, das gilt an allen Punkten. Wenn es an allen Punkten gilt, ist natürlich die ganze Funktion differenzierbar. Zurück zu unserem Beispiel. Also, was heißt das? Wir haben diesen Grenzwert zu finden. Grenzwert von x gegen x0, das heißt für jede Folge, die gegen x0 konvergiert, muss das zum selben Grenzwert gehen. Ich habe x hoch n minus x0 hoch n durch x minus x0. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, also das sollte man wissen, das ist was sehr Hilfreiches ab und an. Ich kann immer, wenn ich hier x hoch n schreibe, minus x0 hoch n, dann kann ich das immer schreiben. Ich kann da ein x hoch n rausziehen, also ein x minus x0 rausziehen. Dann habe ich hier x hoch n minus 1 plus x hoch n minus 2, x0 plus x hoch n minus 3, x0 Quadrat. Und das geht dann so bis x0 hoch n minus 1. Na? Eine Abfolge. Können Sie mal gucken, das gilt für jegliche n in den natürlichen Zahlen. Und das hilft. Und das hilft uns hier auch, ne? Weil ich kann ja das jetzt so schreiben. Ich kann das Limit jetzt schreiben als Limes x gegen x0. Dann schreibe ich das oben als x minus x0. Und dann habe ich hier x hoch n minus 1 plus x n minus 2 x0 plus, ich schreibe nochmal 1 hin, x hoch n minus 3 x0 Quadrat und bis x0 hoch n minus 1. Und das Ganze teile ich jetzt durch x minus x0. Und wir sehen, dass sich das rauskürzt. Das ist ja das, was uns stört, ja.
Im Grenzwert, wir können ja Grenzwerte einfach einsetzen, wenn es geht. Es geht halt hier nicht. Ich kann nicht für x0 einsetzen, weil dann der Nenner 0 ist. Wir müssen irgendwie den Nenner wegkriegen oder einen Ausdruck finden, dass der größer ist als der gesamte Ausdruck. Also man könnte hier was finden, was kleiner gleich ist, ein Ausdruck hier und dann zeigen, dass der konvergiert oder sowas. Aber das machen wir hier nicht. Das ist noch einfach. Limes in Schwarz. X gegen x0. Und jetzt habe ich nur noch x hoch minus 1, n minus 1 plus x hoch n minus 2, x0 hoch 1 plus x hoch n minus 3, x0 Quadrat bis x hoch n minus 1. Und jetzt kann ich einfach einsetzen. Ja, jetzt setze ich einfach für x, x0 ein und kriege dann als Grenzwert x0 hoch n minus 1. Dann habe ich als zweiten Term x0 hoch n minus 2 mal x0 ist x0 hoch n minus 1 und so weiter bis x0 hoch n minus 1. Ich habe n mal dieses x0 hoch n minus 1. Wo kann ich das sehen? Ich gehe hier hier habe ich x hoch 0, ja, x0 hoch 0. Hier hinten habe ich x hoch 0, x0 hoch n minus 1, das sind n-Terme. Und dann kriege ich n mal x0 n minus 1. Und das ist ja genau das, was wir wissen schon. Ja? Nochmal ein Beispiel, wo der Grenzwert nicht existiert. Wir haben hier f von x gleich Betrag von x an der Stelle x0 gleich 0. Wir müssen den Grenzwert evaluieren für x minus x0 durch x minus x0. Jetzt haben wir hier gleich Grenzwert Limes x0. Jetzt können wir alles umschreiben. Wir haben natürlich hier gegen 0 an der Stelle 0. Wir haben x minus Betrag von 0 ist 0 durch x minus 0 ist x. Ja? Und jetzt können wir zeigen, das heißt ja, ich muss ja mich anschleichen können an die 0 von wo auch immer, wenn ich x gegen 0 gehen lasse von minus, das woanders hin machen, 0 minus 1 durch x, Betrag von x durch x, dann ist der Nenner negativ immer und der Zähler immer positiv. Ich habe also minus 1. Wenn ich mich von rechts anschleiche, Betrag von x durch x, dann ist der Zähler positiv, der Nenner positiv. Und ich habe 1. Wir sehen, der linke und der rechte Grenzwert stimmen nicht überein. Und f' von x0, also f' von 0, existiert nicht, können wir dann schreiben. Gut, das ging schnell. Wir haben noch ein schönes Theorem. Das haben wir, glaube ich, sogar kurz in Anna A bewiesen. Ich mache es hier nochmal. Theorem, das sollte man auf jeden Fall wissen. Das ist Theorem 7.1. Wenn eine Funktion, wenn g die a nach r abbildet, Punkt c in a differenzierbar ist, ist g an diesem Punkt
auch stetig. Umgekehrt gilt natürlich nicht. Man sieht das ja an der Betragsfunktion, die ist im Punkt 0 stetig, aber nicht differenzierbar. Als Beweis, ja, schreiben wir hin, wir müssen ja zeigen, dass der Grenzwert, der funktionale Grenzwert gleich dem Funktionswert an der Stelle ist. Dass Limes x gegen x0 f von x oder vielmehr g von x, haben wir jetzt hier gesagt, spielt eigentlich keine Rolle, g von x gleich g von c ist. Oder in anderen Worten können wir es ja so schreiben, dass wir haben Limes x gegen x0 g von x g von x minus g von x0, das muss auch ein x0 sein. Und was ich jetzt machen kann, also erstmal, das muss gleich 0 sein, ne? Das ist einzusehen hoffentlich. Und es verändert ja das den Ausdruck oder das Limit auch nicht, also das, den Grenzwert nicht, wenn ich hinschreibe Limes x gegen x0 g von x minus g von x0 durch x minus x0 mal x minus x0, oder? Das verändert nichts. Der erste Teil aber hier, ist der Grenzwert der Ableitung. Dieser existiert, weil wir annehmen, dass sie differenzierbar ist. Ja, also das konvergiert zur f' von x0. Und der zweite Term, dieser Term hier, wenn ich da konvergiert gegen 0, also 0 und der Beweis ist beendet. Nochmal, wir müssen zeigen, um zeigen, dass die Funktion stetig ist, müssen wir dieses zeigen. Ich kann natürlich hier rechts diese Konstante, ja, einfach nach links machen und auch in den Grenzwert integrieren. Das macht ja nichts. Grenzwert von der Konstanten ist eine Konstante. Jetzt erweitere ich mit x minus x0, habe jetzt hier vorne meine erste Ableitung, hinten x minus x0, das ist ein Produkt von zwei konvergenten Funktionen. Als solches ist da der Grenzwert gleich Produkt der Grenzwerte. Der Grenzwerte des ersten Teils ist die Ableitung, Grenzwert des zweiten ist 0, also ist insgesamt 0. Wir haben also dieses hier gezeigt und das heißt g von x, ich habe so ein bisschen mit den g's und f sehe ich gerade, g' von x, also g von x ist stetig, wenn es differenzierbar ist. Ja. Bevor wir jetzt zu Funktionen mit mehreren Variablen übergehen, dann vielleicht auch ein bisschen langsamer machen, haben wir noch Theorem 7.2. Das sind die algebraischen Differenzierbarkeitstheorem. Differenzierbarkeitstheorem. Und hier treffen wir jetzt sehr, sehr viele alte Bekannte wieder. Ja? Einmal die Ableitung einer Summe von Funktionen Strich ist gleich die Summe der Ableitung. Ja, das können wir schon. Diese Regeln haben wir alle gelernt. Die werden wir dann noch beweisen. Aber die haben wir schon gelernt. Die haben wir im Petto, die haben wir drauf. Ja?
Die Ableitung von einer Konstanten mal einer Funktion ist die Konstante mal f' von x. Und natürlich, ich habe das jetzt nicht noch geschrieben, ich schreibe es jetzt einfach nochmal, f und g sind differenzierbar. An der Stelle x0. Ja? Dann trifft das zu an der Stelle x0 für die anderen. Das Produkt zweier Funktionen, die Ableitung ist gleich die Ableitung, wie man es kennt, f' von x, g von x plus f von x, g' von x. 4 haben wir dann die Quotientenregel, also alles, was wir eigentlich schon kennen. Diese Ableitung ist gleich f' von x, g von x minus f von x, g' von x durch g von x quadriert. Und natürlich g von x ungleich 0, also viel Schreibarbeit hier. Und dann zum Schluss haben wir noch die Kettenregel, die Verkettung von zwei Funktion f' von g von x mal g' von x. Das ist immer alles an der Stelle x. Ich habe jetzt das 0 auch weggelassen. Also das sind die Differenzierbarkeitstheoreme. Und jetzt schreiben wir dann fort mit Differenzierbarkeit bei Funktionen von mehreren Variablen, was wir ja auch schon so ein bisschen angerissen haben. Deshalb geht das alles relativ schnell, bis wir zur Richtungsableitung kommen, die wir noch nicht kennen. Und dann machen wir. Wir beschäftigen uns jetzt mit der reellen Funktion mehrerer Variablen und Differenzierbarkeit hier. Was ist eine Funktion mehrerer Variablen? Das ist einfach eine Funktion, die dann Rn in R abbildet. Ja, also ich habe einen mehrdimensionalen Raum, also 2, 3, 4 n-dimensionalen Raum. Ich nehme einen Punkt und dann habe ich einen Funktionswert in R. Ja. Ein Beispiel zum Beispiel ist f von xy, das sind zwei Variablen, x² plus y², zum Beispiel. Ja. Und wie sieht es mit der Differenzierbarkeit aus, dieser Funktion? Ich möchte das mal untereinander schreiben. Wir haben ja oben gesagt, mit einer Variablen, ja, mit einer Variablen kriegen wir das folgende. Ist dann Limes x gegen x 0 f von x minus f von x 0 durch x minus x 0 gleich f' von x. Aber ich hoffe, Sie können mir zustimmen, dass ich das hier auch so schreiben kann. Limes x gegen x 0. Ich kann auf der rechten Seite erweitern mit x minus x 0 durch x minus x 0. Und weil da kann ich das Limes anders machen, dann schreibe ich das hin. F von x minus f von x 0 minus f' von x 0 x minus x 0 und diese Limes muss dann 0 sein. Ja, das sagt ja eigentlich genau das Gleiche. Ja? Gut. Jetzt machen wir Differenzierbarkeit einer Funktion von mehreren Variablen. Variables,
dann schreiben wir hin. Gegeben sei f von f bildet a in r ab, also wie vorher, mit a ist eine Teilmenge von rn. F ist an x0 und x0 ist jetzt ein Vektor, differenzierbar. Wenn, und dann haben wir auch wieder einen Grenzwert, wenn x, der Vektor x gegen den Vektor x0 konvergiert, dann haben wir hier f von x minus f von x0 minus a, das ist ein Vektor, a' x Vektor minus x0 Vektor, und oben unten haben wir x Vektor minus x0 Vektor, die Norm. Puh, aber was ich jetzt Ihnen sagen will, a ist eine Konstante, ja, a gleich Vektor der partiellen Ableitungen in x0. Ja. Was ich jetzt sagen will, ist, das ist doch genau das gleiche wie oben. Hier haben wir den Funktionswert an der Stelle x. Hier haben wir den Funktionswert an der Stelle x, wenn x ein Vektor ist. Aber ich habe ja jetzt auch eine n-dimensionale Funktion. Hier ist der Funktionswert an der Stelle x0, an dem ich überprüfe, ob meine Funktion differenzierbar ist. Habe ich hier auch. Hier habe ich die erste Ableitung. Und hier habe ich jetzt n partielle Ableitung. Das ist der große Unterschied. Hier habe ich wieder die Differenz zwischen meinem Vektor und dem Punkt, an dem ich gucke. Vektor und Punkt. Und genauso wie oben muss dieses hier 0 sein. Ja? Also wenn man das ein bisschen umschreibt, das mit einer Variable, sehen wir, da ist eigentlich nichts Neues da. Das Neue ist, wir haben jetzt eine Norm da, weil wir können ja nicht durch einen Vektor teilen. Wir haben Vektoren und wir haben jetzt statt einer Ableitung halt n-Ableitungen, die partiellen Ableitungen, die wir auch schon kennen. Die Formel hatten wir auch schon durchgenommen in einer a, deshalb mache ich das auch wieder schnell. Was wir jetzt machen wollen, ich werde noch mal in der Übung 9 noch mal eine Aufgabe reintun, wo wir quasi diese Definition anwenden und überprüfen, ob was differenzierbar ist an einer gewissen Stelle. Wie machen wir das? Wir bilden die partiellen Ableitungen, setzen das in diese Formel ein und gucken, ob der Grenzwert 0 ist. Das kann manchmal ganz schön schwierig sein, aber das Beispiel in der Übung wird nicht so schwierig sein. Gut. Der Hauptteil dieses Teils über Differenzierbarkeit ist aber eine neue Ableitung. Und zwar nennen wir die Richtungsableitung. Die ist neu und sie ist etwas allgemeiner als die partiellen Ableitungen. Nehmen Sie zum Beispiel, nehmen Sie zum Beispiel eine Funktion von zwei Variablen. Ja? Wir haben gelernt, wenn ich hier so einen Punkt habe in R2, und also der Definitionsbereich ist R2, und ich habe hier so einen Punkt,
an dem ich differenzieren will. Die partielle Ableitung hält x konstant und die eine partielle Ableitung hält x konstant und geht in diese Richtung, ja, y und x. Die andere Ableitung hält y konstant und geht in die x-Richtung. Aber wir können das noch genereller machen. Wir sagen, warum kann ich nicht in die Richtung gehen? Ich kann doch auch in die Richtung gehen. Oder in die Richtung, oder in die Richtung, oder in die Richtung. Um da totale Flexibilität zu haben, haben wir die Richtungsableitung. Ja? Das ist einmal die Ableitung in eine gegebene Richtung. Ja? Die ist definiert. Das ist dann Definition 7.6. Richtungsableitung. Und wir werden dann sehen, dass die partiellen Ableitungen ein Spezialfall der Richtungsarbeit ist, wenn wir in Richtung eines bestimmten Vektors ableiten. Ja? Es sei Theta ein Einheitsvektor, im Skript sind noch Vektoren, Einheitsvektoren, Norm, alles beschrieben, haben wir auch in Anna A gemacht, also brauchen wir das nicht mehr. Ja, gucken Sie, aber Einheitsvektor hat eine Länge 1. Ja, also Theta sei ein Einheitsvektor, x0, Element von Rn und t ist eine reelle Zahl. Ja. Die Richtungsableitung einer Funktion f, die von Rn nach R abbildet, ist definiert als ein Grenzwert, natürlich, ja, t gegen 0, f von x0, der Vektor, plus t mal Theta minus f von x0, dem Vektor wieder. Und hier habe ich t. Ich lasse also t gegen 0 gehen. Aber wir sehen schon hier, dass wie entferne ich mich von dem Punkt x0, ja, in einer bestimmten Richtung. Ja? Zum Beispiel, wenn Theta der Einheitsvektor hier ist, in diese Richtung. Ja, ist diese mit Länge 1, dann entferne ich mich oder nähere mich dem Punkt genau auf diesem Vektor, auf dieser Linie. Und dann gucke ich, was die Steigung der Funktion in dem Punkt in diese Richtung ist. Wir sehen auch, dass hier nicht Vektoren gegen 0 gehen, ja, sondern hier geht eine Zahl gegen 0. Also können wir die Richtungsableitung auch schreiben als eine ganz normale Funktion von t. Ja. Wenn wir die Funktion g von t machen, und das ist f von x plus t Theta, das sieht genauso aus. Ja, wenn ich das aber jetzt eine Funktion von t mache, nicht eine Funktion von x. Wir gehen jetzt mal auf die nächste Seite und ich halte das oben offen. Also wir wollen jetzt hier die Ableitung finden, g' von t, das ist dann Limes, h gegen 0, g von t plus h minus g von t und h. Und das, wenn wir jetzt wieder einsetzen in unsere, also wenn ich jetzt hier das oben wieder einsetze, habe ich für einen konstanten Vektor 0, habe ich dann f von x0 plus t plus h
Theta minus f von Vektor x0 plus t von Theta durch h. Ja, und wenn ich das jetzt an der Stelle t gleich 0 evaluiere, an der Stelle 0, x t gleich 0, t gleich 0, habe ich dann g' von 0 ist gleich Limes h gegen 0 und dann setze ich oben einfach 0 an, habe dann hier f von x0 plus h mal Theta minus f von x0 plus, ja, plus gar nichts. Und hier durch h und das ist gleich der Richtungsableitung. Gleich der Richtungsableitung, und die haben wir dann df von x0 und hier so ein kleines Theta dran. Ja? Also wir können dann quasi die Richtungsableitung finden, indem wir das als Funktionsform t sehen und die Ableitung am Punkt 0 evaluieren. Es klingt jetzt ein bisschen viel. Aber wir machen das einfach mal. Ja? Also, wir haben hier als Beispiel, im Beispiel haben wir die Funktion, also erstmal haben wir Theta ist gleich Theta 1, Theta 2 und Theta 3 ist gleich ein Einheitsvektor. Und wir wollen die Richtungsanweisung finden, finden Sie die Richtungsableitung von f von x, y, z, x, y, z, plus 2x Quadrat plus 2z Quadrat. Und wir werden sehen, das ist ein bisschen rechenintensiv, aber wir werden sehen, das ist ganz einfach herzufinden. Wir schreiben also jetzt erstmal die Funktion als Funktion von t. Ja. Und wir haben ja den Vektor oben, Theta, mit den Elementen Theta 1, Theta 2 und Theta 3, die natürlich korrespondieren zu x, y und z. Da können wir hier schreiben, also x wird jetzt zu x plus Theta 1, y wird jetzt zu y plus t mal Theta 2, dann haben wir z plus t mal Theta 3, dann haben wir plus 2, x plus Theta 1 zum Quadrat plus z plus Theta 3, ups, da fehlt das t, t mal Theta 3 zum Quadrat. Dann finden wir die Ableitung dieser Funktion nach t. Da haben wir also hier in den ersten Term, also in jedem der Terme ist ein t. Da verwenden wir also die Produktregel, Ableitung des ersten Terms. Und jetzt bei der Produktregel für 3, ja, mache ich mal Ableitung des ersten Terms mal Ableitung des zweiten Terms, und dann bei der Ableitung des zweiten Terms habe ich natürlich
habe ich natürlich noch nochmal eine Produktregel zu verwenden und dann wieder umgekehrt. Genau. Okay. Dann habe ich der erste Term nach T abgeleitet, ist einfach Theta 1 mal dem zweiten Term Y plus T mal Theta 2 plus Z plus T mal Theta 3. Jetzt habe ich den ersten Term plus X plus T mal Theta 1. Und jetzt habe ich die Produktregel für den zweiten Term. Also habe ich jetzt hier innerhalb des zweiten Terms den ersten und den zweiten. Ableitung ist Theta 2 mal Z plus Theta, T mal Theta 3 plus den zweiten Term abgeleitet. Und das ist dann Y plus T mal Theta 2. Dann leiten wir den zweiten Term. Das können wir auch ein bisschen vereinfachen hier. Alles machen wir später. Dann habe ich den Term ganz normal mit der Kettenregel abzuleiten. Habe ich also plus 4x plus t mal Theta 1. Und das Ganze mal Theta 1 und hinten habe ich 2 mal Z plus T mal Theta 3 mal Theta 3. Eieieiei, das ist natürlich wieder mal viel hier. Das macht aber nichts. Als nächstes können wir das vielleicht mal hinschreiben, dass es ein bisschen einfacher ist. Im Skript ist es, glaube ich, noch ein bisschen aufgeräumt, aber uns geht es ja jetzt darum, wir wissen ja, dass die Richtungsableitung gleich der Ableitung nach t evaluiert an der Stelle 0 ist. Also muss ich ja jetzt einfach hier 0 einsetzen. Ja, wenn ich im ersten Term für t 0 einsetze, kriege ich Theta 1 und dann habe ich mal yz. Wenn ich dann im zweiten Term 0 einsetze, kriege ich x und dann innerhalb der eckigen Klammer habe ich Theta 2 z plus Theta 3 y und dann habe ich den Term unten, da setze ich ein, da habe ich 4 Theta 1 x plus 2z Theta 3. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen aufräumen. Also ich habe dann Theta 1 mal xz plus 4x, yz plus 4x, das ist unser die Terme mit Theta 1. Jetzt haben wir die Theta 2 Terme. Da haben wir also hier einen Theta 2 Term. Das ist alles. Also haben wir da Theta 2 mal xz. Und für Theta 3 haben wir dann die restlichen Terme. Dann hätten wir Theta 3 mal xy plus 2z. Ich mache das auch mal so. Und wenn ich jetzt die Originalfunktion angucke, mal sehen, ob wir das machen können. Jawohl. Was sehen wir denn da? Gucken wir mal ganz gespannt hin. Ja. Und da sehen wir eigentlich was, was wir schon längst kennen. Ja? Wir wissen ja schon, was ein
eine partielle Ableitung ist. Ja, das haben wir schon gelernt. Und wir sehen jetzt, dass die partiellen Ableitungen hier hervorkommen. Ja, ich habe die partielle Ableitung. Ich schreibe jetzt einfach mal die Funktion, oder ich tue die mal runter. Ups, das war jetzt nicht gut. Ich hole mir diese Funktion mal von daher, ja, und mache sie dahin. Jetzt schiebe ich mir das noch mal ein bisschen runter. Okay, jetzt sehen wir, da, wir kennen das ja schon. Ja, wir brauchen das jetzt nicht mehr so zu definieren. Weil, das hier ist die partielle Ableitung nach x. Das hier ist die partielle Ableitung nach y. Und das hier ist die partielle Ableitung nach z. Ja? Das heißt, die Richtungsableitung ist einfach eine Linearkombination aus den partiellen Ableitungen, die wir schon kennen, ja, und diesem Einheitsvektor Theta. Ja. Aber natürlich macht man das andersrum vom Allgemeinen zum Speziellen und dann sagen, wenn wir für Theta die kanonischen Einheitsvektoren verwenden. Ja? Kanonische Einheitsvektoren verwenden. Und die sind dann E1, ja, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 und E3, die haben wir ja schon kennengelernt. Ja. Dann kriegen wir die partiellen Ableitungen. Also die Richtungsableitung zum Beispiel, indem ich den Vektor Theta gleich E1 setze, ja, das liefert mir dann die erste partielle, die partielle Ableitung nach der ersten Variable hier x und so weiter. Ja. Wir definieren also die partielle Ableitung folgendermaßen. Wir haben also die partielle Ableitung einer Funktion mehrerer Variablen an einem Punkt. Der Punkt ist jetzt im mehrdimensionalen Raum x0. Ja, und nach einer der Variablen xi ist dann gleich, wir nennen das normalerweise so. Und das ist dann Limes t gegen 0 f von x0 plus t mal ei, das ist der ite Einheitsvektor, minus f von x0 und durch t. Ja? Und wenn wir das jetzt nochmal so zur Verdeutlichung hinschreiben, diesen Grenzwert t gegen 0, sehen wir, dass unsere Interpretation natürlich nicht, sich nicht verändert hat, die wir hatten in Anna A. Also wir haben x1, x2 und dann haben wir xi plus t. Ja? Dann haben wir hier bis nach xn minus wir müssen nämlich noch 0 dran machen, wir gehen ja von dem Punkt aus, ja. Dann habe ich x1 0, x2 0,
bis xn0 und hier dividiere ich durch t. Und das heißt also, wie gesagt, wir halten alle anderen konstant und verändern nur diese eine Variable xe. Es ist ja genau die Interpretation des, der partiellen Ableitung, die wir in Anna A hatten. Also wir sehen hier, dass die partielle Ableitung, ja, ein Spezialfall der Richtungsableitung ist. Ein Spezialfall der Richtungsableitung. Und wenn wir uns das zum Beispiel im zweidimensionalen Raum angucken, ja, das ist ein Spezialfall der Richtungsableitung, wenn wir wenn R2 unser Definitionsbereich ist, dann sehen wir hier, dass wir zum Beispiel, wenn wir die um diesen Punkt differenzieren, dass wir dann nur in diese Richtung gehen und in diese Richtung gehen. Ja? Das heißt, das sind die Spezialfälle, wenn ich je nachdem diesen Einheitsvektor nehme, 1,0 oder 0,1, ja, dann setze ich ja y, die Veränderung von y oder die Veränderung von x gleich 0 und ich gehe einfach in diese Richtung. Ja? Und alle anderen, also die Richtungsanleitung ist wesentlich wesentlich allgemeiner, aber für unsere Anwendungen brauchen wir meistens die partielle Ableitung. Ja? Dann ist im Skript noch der Gradientvektor genannt. Ja, der Gradientvektor, den kennen wir auch schon. Gradientvektor ist einfach der Vektor der partiellen Ableitung. Und wir wollen hier mal den Gradientvektor finden dann für unsere Funktion. Wir nennen den Nabla f von x an der Stelle, ja, für f von x, y, z wie oben, das war x mal y mal z plus 2x² plus z². Und wir sehen hier, dass dieser Gradientvektor y, z plus 4x, bei y haben wir x, z und bei z haben wir x, y plus 2z. Ja, das ist einfach der Vektor der partiellen Ableitung. Und das entspricht der Richtungsableitung mit den kanonischen Einheitsvektoren. Ja? Also wenn wir von einer Funktion die Richtungsableitung finden wollen, brauchen wir nicht durch den ganzen Schmus oben wieder zu gehen. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, was nicht im Skript drin ist. Das denke ich mir jetzt gerade mal aus. X, machen wir einfach mal xy. Und Sie haben x² plus y² als Funktion. Dann haben Sie die partielle Ableitung nach x 2x, die partielle Ableitung nach y 2y und die Richtungsableitung in Richtung am Punkt x0. Jetzt machen wir das auch mit x und y. x0, y0, dann haben wir das Theta hier, und dann haben Sie Theta 1 mal 2x0 plus Theta 2 mal 2y0. Ja, das ist die Richtungsableitung. Wir sehen, dass die Richtungsableitung 2x0 ist, ja, am Punkt x0 ist ja die partielle Ableitung dann 2x0. Also wenn für
für E1. Ja, E1 ist 1, 0. Dann wäre das hier gleich 1, das gleich 0. Und für E2 0, 1. Dann ist es andersrum. Ja. Das gilt, wenn natürlich für die partiellen Ableitungen existieren. Ja. Aber das, wenn wir eine Aufgabe haben mit Richtungsableitungen, dann existieren die auch. Jetzt nochmal ganz zum Schluss wollen wir noch ein Theorem vorstellen, das uns auch helfen kann, zu gucken, ob eine Funktion differenzierbar ist. Das Theorem 7.3. Wir haben also gegebene Funktion, gegeben sei f, die a nach r abbildet, mit a eine Teilmenge von rn. Wenn f am Punkt im n-dimensionalen Raum x differenzierbar ist, dann können wir drei Dinge sagen. Ist dann existieren alle partiellen Ableitungen und hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, es ist keine Äquivalenz, es ist ein Wenn-Dann, also eine Implikation und umgekehrt gilt das nur wenn die partiellen Ableitungen stetig sind. Wenn die partiellen Ableitungen stetig sind, dann haben wir eine Äquivalenz. Aber sonst geht es immer nur, die Funktion ist differenzierbar, die partiellen Ableitungen existieren. Ja? Es kann also passieren, dass die partiellen Ableitungen existieren, die Funktion aber nicht differenzierbar ist. Ja? Und wenn Sie darüber nachdenken, hat das natürlich damit zu tun, dass vielleicht die Funktion nicht in alle Richtungen differenzierbar ist, sondern nur in diese zwei oder drei oder n Richtungen, die die partiellen Ableitungen repräsentieren. Dann ist f an x stetig. Also das ändert sich nicht. Eine differenzierbare, wenn die Funktion differenzierbar ist, ist es auch stetig. Das war im univariaten Fall mit einer Variable so, das ist jetzt immer noch so. Okay? Dann ist die Richtungsableitung, wie wir oben schon gesehen haben, gleich der Gradientvektor multipliziert mit dem Einheitsvektor. Ja, das ist auch ein Vektor hier. Das ist natürlich ein Vektor. Und dieses hier ist keine Ableitung, ja, sondern das ist die transponierte. Ja, das hatten wir ja oben schon. Die Richtungsableitung war ja oben auch zum Beispiel, ich gebe gleich nochmal ein Beispiel. Ja. Und das hier ist ein Skalarprodukt. Skalarprodukt und natürlich ist dann V ein Einheitsvektor auch. Ja. Also wir haben das ja definiert mit einer Funktion und dem Einheitsvektor v. Und was das jetzt sagt, ist, dass die Richtungsableitung einer differenzierbaren Funktion einfach der Gradientvektor mal diesem Einheitsvektor ist. Und das hatten wir ja auch gesehen. Wir machen jetzt noch zwei Dinge und zwar
ersten Beispiel für die, also für Punkt Nummer 3 und dann gucken wir nochmal, wie können wir denn checken, ob eine Funktion differenzierbar ist. Ja. Also erstmal nehmen wir wieder unsere Funktion f von x, y, z gleich x mal y mal z plus 2x² plus z², die hatten wir ja schon gehabt. Und wir haben die Richtungsableitung gefunden, wir haben die Partiellenableitung gefunden und was Punkt 3 einfach sagt, ist, dass das Skalarprodukt, ja, wenn ich jetzt also den Gradientvektor an einer Stelle, ja, Strich, multipliziere mit dem Vektor v, ja, dann ist das der Gradientvektor Strich, ist dann die partielle Ableitung des ersten, machen wir meistens keine Kommas rein, partielle Ableitung nach dem zweiten, und wir schreiben auch die Variablen hin und nicht irgendwas anderes. Z mal diesem Einheitsvektor. Das sind die Komponenten. Und dann kriege ich hier f nach x mal 1, fy mal die zweite Komponente und fz mal die dritte Komponente. Und das ist ja genau das, was wir vorhin gehabt haben. Ja, Theta 1 mal die erste partielle Ableitung, Theta 2 mal die zweite partielle Ableitung, Theta 3, ups, mal die partielle Ableitung nach z. Gut. Wenn ich jetzt auf Differenzierbarkeit testen will, dann kann ich das folgendermaßen machen. Ja? Ich gucke, ja, Test ist f diffbar. Ja. Ich kreiere oder bestimme partiellen Ableitungen an x0, ja, also diffbar müssen wir nicht schreiben, an x0, ich bestimme die partiellen Ableitungen, wenn die nicht existieren, ist sie nicht differenzierbar. Wir haben ja gesagt, eine differenzierbare Funktion hat alle partiellen Ableitungen, ja, was äquivalent ist zu, wenn sie es nicht hat, ist nicht differenzierbar. Und dann kann ich also hier, das ist ja die zusätzliche Bedingung, einsetzen. Ja, wir haben ja schon festgehalten, wenn die existieren an dem Punkt, muss sie trotzdem nicht differenzierbar sein. Einsetzen in Limes x gegen x0 f von x, f von x minus f von x0, dann habe ich hier meine partiellen Ableitungen, ja, minus nabla f von Punkt x0, x minus x0. Und hier habe ich die x minus x0, oh, minus nicht das, mein Gott. Ja. Wenn das gleich 0 ist, dann ist die Funktion differenzierbar. Ich könnte natürlich auch noch gucken, ob die partiellen Ableitungen stetig sind.
Weil wir haben ja gesagt, wenn alle Patientenableitungen existieren und stetig sind, dann ist die Funktion auch differenzierbar. Aber anderer Weg, ja, der noch immer geht, ist zu gucken, einzusetzen hier und dann muss dann 0 rauskommen. Gut, und den Weg werden wir dann auch mal in der Übung noch beschreiben. So, das war's für Differenzierbarkeit und wir gehen dann im nächsten Kapitel zum Mittelwertsatz, Satz von Rolle und anderen Sachen. Und auf Wiedersehen.